Hallo Leute, weiter geht's auf Pharos mit Mass Effect. Und wir müssen jetzt wohl, wenn ich das hier so richtig sehe, in unserem Tagebucheintrag, die Geht finden. Und dadurch müssen wir wieder in die Tunnel und deren Transmitter zerstören. Also gehen wir mal wieder da rein. Ich schaue mal nur noch kurz auf die Karte. Karte, bin ich hier richtig? Da gehe ich rein. Fahrstuhl. Treppen zum Tunnel hinunter. Das sind die ganzen Kolonisten. Was ist hier? Normandy? Ah, okay, hier ist die Normandy. Zeus Hope. Shepard, Kaidan und Ashley. Alles klar. Ich würde sagen, gehen wir mal weiter. Und gehen wir mal wieder rauf. Okay. Da den Weg sind wir schon gegangen. Jetzt gehen wir mal. Also hier ist der Fahrstuhl zur proteanischen Skyway. Den können wir noch nicht rufen. Doch, können wir rufen. Da will ich jetzt ehrlich gesagt aber noch gar nicht hin. Ich will mal schauen, was hier drüben jetzt ist. Was sagt denn die Karte eigentlich, was hier ist? Das ist nämlich irgendwas Zweites. Das Treppen zum Tunnel hinunter. Da geht's nicht weiter. Da geht's auch nicht weiter. Dann schauen wir doch mal in die Tunnel hinunter. Was ist denn hier? Ist hier was? Wir... Oh Gott! Sie überrennen uns! Wo? Ah. Ah, fuck. Und schon habe ich meine Waffe überhitzt. Das ist nicht schön. Okay. Alles klar. Oh Gott. Das ist eine Frau. Die hat eine Frau getötet. Diese Säcke. Kein Kontakt, Commander. Alles klar, Ashley. Kein Kontakt. Aha. Ja, da geht's weiter. So, wir müssen ja diesen... Wo sind wir denn? Hier sind wir jetzt hier in diesen Tunneln? Geht finden. Versuchen Sie die Tunnel unter Zeus Hope. Eine verbleibende Geht und ihrem Transmitter. Ich glaube... Karte. Ich glaube hier... Ja, Pharos Tunnel. Ich glaube, wir sind hier richtig. Und auf diesen Skyway müssen wir bestimmt noch. Da war ja das, glaube ich, wo diese Laufpanzer waren. Oh, hier, da ist ein roter Punkt. Das sind mehrere rote Punkte. Nicht schön. So, jetzt nehme ich mal hier meinen Warp. Ich bild mir ein, man konnte das irgendwie auf eine Schnelltaste legen. Oder ich habe das schon auf eine Schnelltaste gelegt. Aber ich weiß nicht mehr, wie man das aufrufen kann. Ich versuche das dann mal. So, geht Frontkämpfer, stirb! Frontkämpfer lebt noch. Aber nicht mehr lange. So, da wäre jetzt wirklich die, die hier besser. Ah, und wir haben wieder einen Stufenaufstieg bekommen. Kein Kontakt, Commander. Ja. Ich nehme jetzt wieder hier meine Schrotflinte. Die ist für den Nahkampf einfach durchschlagskräftiger als für die Fernkämpfe. Da können wir wieder rauf. Ventil öffnen. Wasserventil. Ach, das ist das Wasserproblem. Dieses Ventil scheint zu einem großen System zu gehören. Höchstwahrscheinlich gibt es noch andere, die wir aktivieren müssen. Aber natürlich. Das wäre sonst zu einfach gewesen, wenn es nur ein Ventil gewesen wäre. So, zwei Punkte habe ich wieder zu vergeben. Dann nehme ich mal wieder ein Spectre Training. Und... Schrotflinte. Und den nächsten Aufstieg. Oh, Ashley hat erste Hilfe bekommen. Also Fertigkeit, okay. Kaidan nichts. Und wir brauchen, oh, knapp 1100. Das dauert jetzt, bis der nächste Stufenanstieg kommt.
So. Sind wir hier richtig? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ah, nein, falsche Taste. Das war eine Granate, die wir hier... Ja. Karte. Okay, da geht's. Eingestürzter Highway-Abschnitt. Wichtiger Ort. Geht-Transmitter. Trotzdem gehe ich jetzt mal als erstes hier geradeaus weiter, nachdem die Granate explodiert ist. Oh, da wollte ich... Oh, oh, das sind Waren. Das sind Waren. Nicht lustig. Also, Leute, ich werde jetzt mal hier als erstes eine Barriere aufbauen. Okay. Was kann ich denn hier jetzt mit euch anstellen? Ich könnte euch werfen. Lässt du meine Ashley in Ruhe? Aber ich will sie einen Waren nehmen, der noch relativ unbeschadet ist. Dich. Okay. Ja, scheint so, als hätten wir alle. Juhu. Nee, da hinten ist noch einer. Alpha-Waren. Halt. Für dich habe ich etwas aufgehoben. Hehe. Und zwar... Warp. Der Varen fällt von Projektilen durchsiebt zu Boden und ist tot. Dies muss das Alpha-Tier sein, der Anführer des Raubtierrudels. Aha, so. Der sieht auch sehr Alpha-mäßig aus. Sicher. Alles klar, Kaidan. Dann schauen wir uns doch mal hier noch um. Hier ist nämlich irgendwo ein wichtiger... Und hier ist irgendwas Wichtiges. Fehlerhaftes Objekt. Ein fehlerhaftes Objekt. Stimulant Pack 1, Giftsiegel 2 und Reißer 2. Alles klar, wird alles mitgenommen. Aber das war es jetzt nicht der wichtige Ort. Das ist der wichtige Ort. Schlammkanister. Was ist denn bitte ein Schlammkanister? Eine Avenger 3. Ich glaube, wir haben eine Avenger 2. Ist das der wichtige Ort? Ich gehe mal kurz in die Ausrüstung. Jawohl. Achso, halt nein. Avenger ist ein Sturmgewehr. Da könnten wir doch die Ashley mit ausstatten. Die kann doch Sturmgewehre nehmen. Jawohl. Und das, die Avenger ist um einiges besser für sie. So, haben wir der Ashley auch mal was Gutes getan. So... Ja, was ist das? Kraftstofftank. Energiezellen entfernen. Energiezellen. Dieses alte, ausgemusterte Fahrzeug hat seine immer noch funktionierende Energiezelle erstaunlich bereitwillig hergegeben. Okay, Energiezelle. Energiezelle, das sieht gut aus. Wenn ich jetzt ins Tagebuch schaue zum Thema Energiezelle, fehlerlose Energiezelle. May O'Connell die Energiezelle bringen. Okay, das machen wir natürlich jetzt nicht alles ad hoc, sondern das werden wir dann machen, wenn wir diese Mission hier erfüllt haben. Alles klar, dann würde ich sagen eben, dass wir uns jetzt hier mal nach links wenden und schauen, ob wir da noch irgendwie weiterkommen. Oh, oh, blockiert. Leute, blockiert. Oh, oh. Hey, du machst unseren Kaidan kaputt. So, Warp. Den geht Frontkämpfer. Oh nein! So, das heißt, hier ist noch mindestens einer. Oh, das sind sogar mehrere noch. Ja, nicht ganz getroffen. Komm, zeig dich, du Sack, du geht Frontkämpfer, du. Ne, der zeigt sich nicht. Da ist er. So.
57 Erfahrungspunkte. Kein Kontakt, Kommandant. Jawohl, so schaut's gut aus. Ich will keinen von denen mehr sehen. Ian Newsted. Okay, Ian. Oder Ian. Geht's hier weiter? Nein, hier geht's nicht weiter. Ian? Hallo, Ian? Sie sollten nicht dort runtergehen. Wer sind Sie? Was machen Sie hier unten? Nicht das, was ich sollte und alles, was ich nicht sollte. Oh Mann. Das war hart diesmal. Alles in Ordnung? Was ist nur los mit Ihnen? Nur der Peitschenruf des Meisters. Erinnert mich daran, dass ich noch am Leben bin. Sie sind hinter den Gether, stimmt's? Sie sind nicht die Einzigen, die an diesen Dingern interessiert sind. Wie meinen Sie das? Wer außer uns sucht noch nach den Geth? Nicht sucht nach, sondern versucht loszuwerden. Hä? Sie sind ein Dorn im Fleische des... Alles dreht sich darum, dass... Er ist verwirrt. Wir sollten ihn in Ruhe lassen. Ihn vielleicht töten? Wie kann ich helfen? Kann man Ihnen irgendwie helfen? Wollen Sie überhaupt Hilfe? Mir helfen? Nein. Niemand kann mir helfen. Wieso? Aber ich möchte lieber im Kampf sterben. Kampf? Was für ein Kampf? Nicht die Art Kampf, die Sie kennen. Es ist wie, wenn man in einem Dornbusch hängt. Je mehr man zappelt, desto... Keine Zeit mehr. Wir bekommen Gesellschaft. Sprechen Sie mit Faidan. Fragen Sie ihn nach... Okay, auch der verweist... Achtung! In Deckung! Ja. Haben die Schilde zu... Da sieht man, die Schrotflinte ist einfach nicht für die Ferne gedacht. Der kommt jetzt wieder nicht raus, oder was? Ja, der versteckt sich hier wieder auf Dauer. Nützt dir aber nichts. So, Gebiet gesichert. Alles klar, Ashley. Karte. Okay. Da und da und da. Ja, Ian, Nicht tun. Ich werde es nicht tun. Nicht tun. Mein Verstand gehört mir. Mein Verstand gehört mir. Mein Verstand gehört mir. Mein Verstand. Mein Verstand. Mein Verstand gehört mir. Der Ian scheint gerade ein bisschen durchzudrehen. Ja. Hier geht's nicht weiter. Sehr sonderbares Verhalten. Kann ich dir nicht helfen, Ian? Bald ist alles vorbei. Keine Schmerzen mehr. Okay. Keine Schmerzen mehr. Keine Schmerzen mehr. Okay, also das ist alles sehr, sehr ungewöhnlich, sehr sonderbar und sehr beängstigend irgendwie. Ich glaube hier geht's weiter. Nein, eins weiter. Eine Abteilung weiter. Also auch hier dürfte nichts sein. Und, wie komme ich jetzt hier wieder? Wie komme ich denn hier? Ach, hier wahrscheinlich. Gut. Bisschen schneller laufen. Ah, Ventil öffnen. Da ist nochmal so ein Ventil. Da ist noch eins. Sieht nicht aus, als wäre es schon aktiviert worden. Wahrscheinlich. Uns weiter umsehen. Wahrscheinlich sind es drei Stück. Ich gehe nochmal kurz zurück, weil nicht, dass ich da hinten jetzt eins übersehen habe und dann nochmal dahin darf. Hier, Ian, kannst du mir was zum Thema Wasserventile sagen? Also hier ist keines. Ja, ich weiß. Ja, okay, dann du müsstest mich jetzt mal durchlassen, ja? Alles. Soweit. Tutti.
Habe ich hier noch irgendwo ein Wasserventil? Das ich übersehen haben könnte, offensichtlich nicht. Ja, ja, den, mit dem haben wir schon geredet, mit dem Ian. Es ruckelt jetzt gerade ziemlich. Das ist wahrscheinlich die Engine. Ich meine, nochmal, das Spiel ist aus dem Jahr 2007. Und da war das noch nicht alles so. Da waren, glaube ich, die Waren. Ja, dann geht's hier weiter. Aber das machen wir dann erst. Ja, hier geht's weiter, denn hier ist es blockiert. Aber das machen wir erst im nächsten Part. Wir hören uns jetzt noch einen Codex-Eintrag an. Planeten und Orte. Die Terminus-Systeme befinden sich auf der abgelegenen Seite der Attika-Traverse. Noch hinter dem vom Zitadellrat verwalteten und von der Allianz beanspruchten Bereich. Dort leben nur einige unbedeutende und zerstreute Völker, die sich einzig darin einig sind, die Autorität des Rates und die Ratskonventionen nicht anzuerkennen. Aber diese Unabhängigkeit hat ihren Preis. In den Terminus-Systemen lodern immer wieder Konflikte auf. Aufgrund der ständig wechselnden Regierungen und Diktaturen sind Kriege unter den dortigen Völkern an der Tagesordnung. Die Region gilt als Paradies für illegale Aktivitäten. Maßgeblich Piraterie und Sklavenhandel. Mindestens einmal pro Jahr greift eine Flotte aus den Terminus-Systemen die nahegelegene Attika-Traverse an. Diese Angriffe stellen normalerweise kleinere Raubzüge gegen unzureichend verteidigte Kolonien dar. Der Rat reagiert nur sehr selten auf diese Übergriffe, da regelmäßige Patrouillen in den Terminus-Systemen die dortigen Völker provozieren könnten, sich zu vereinigen und einen langen und verlustreichen Krieg gegen den gemeinsamen Feind zu beginnen. Das klingt ja alles nicht sehr, nicht so, dass die Zukunft besonders friedlich sein könnte. Also gut. Ja, Leute, ich würde sagen, an dieser Stelle mit dem blockierten Radar, da machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Bis dann. Ciao.